Zeuge Stanislaw Kaminski, Polen. Journalist, 39 Jahre. 115. Verhandlungstag, 26.11.1964. Knipp. Nein. Sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihre Aussage auf ein Tonband nehmen zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts? Zgadza się pan z tym, że zeznanie pana będzie wzięte na taśmę magnetofonową dla ułatwienia pracy sądowej? Tak jest. Jawohl. Herr Kaminski, Sie sind ebenfalls in Auschwitz gewesen. Pan był również w Oświęcimiu. Tak jest. Jawohl. Wann sind Sie hingekommen? Kiedy pan przybył do Oświęcimia? W lutym 1941 roku. Im Februar 1941. Im Februar 1941 und wie lange sind Sie geblieben dort? Jak pan długo tam pozostał? Do 1944, późnej jesieni. Bis zum Spätherbst 1944. Und wo kamen Sie dann hin? Do Buchenwaldu. Nach Buchenwald. Nach Buchenwald. Und wo waren Sie untergebracht in der Zeit, wo Sie in Auschwitz tätig waren? Gdzie pan mieszkał w Oświęcimiu? Przebywałem początkowo na bloku 13. Zuerst war ich auf dem Block 13. To był późniejszy 11. Das war später der Block 11. Ja. Und von wann bis wann waren Sie dort? Od do. Od lutego 41 roku do wiosny 42, dokładnie miesiąca nie pamiętam. Ich blieb dort vom Februar 1941 bis zum Frühjahr 1942. Ein genaues Datum kann ich jetzt nicht angeben. Ja, und wo kamen Sie dann hin? Jeszcze muszę dodać, że w międzyczasie byłem w szpitalu. Ich muss noch hinzufügen, dass ich während der Zeit noch im Krankenbau gewesen bin. Also von Februar 1941 bis Frühjahr 1942. Waren Sie sowohl in Block 13 als auch zeitweilig im Krankenbau? To znaczy w tym okresie czasu od lutego 41 do wiosny 42 pan był zarówno na bloku 13, jak również w międzyczasie na izbie chorych. Tak jest. Jawohl, ganz richtig. Im Krankenbau. Und welche Häftlingsnummer hatten Sie? Jaki pan ma numer? 9784. 9784. Waren Sie auch einmal in der Strafkompanie? Ja. Wann? Kiedy? No, od początku. Od samego początku. Von Anfang an. Po trzech dniach pobytu w obozie, decyzją Gestapo, tak jak nas poinformował jeden z oficerów, część transportu została skierowana do karnej kompanii. Otrzymaliśmy litery IL. Nach drei Tagen meines Aufenthaltes im Lager wurden wir, ein Teil unseres Transportes, durch einen Beschluss der Gestapo, wie uns ein von den SS-Offizieren dort informiert hat, zur Strafkompanie verlegt und wir erhielten die Buchstaben IL. Ja, und wo war die Strafkompanie? Gdzie była ta kompania karna? Na 11. Blok. Auf dem Block 11. In welchem Stockwerk haben Sie da gelegen? Im Parterre oder im ersten Stock? Gdzie pan tam mieszkał? Na parterze czy na pierwszym? Im Erdgeschoss. Im Erdgeschoss. Od strony parkanu. Von der Seite des... von... na... jak to się mówi? Od strony płotu, gdzie był... gdzie druty kolczasy. Aha, von der Seite der Stacheldrahtes. Dort, wo die Stacheldrähte waren. Von der Seite aus. Ja. Dieser Block 11 lag mit der Stirnseite an der Lagerstraße.
Und wenn man von der Stirnseite hineinging in den Block 11, war die rechte Seite nachher die Seite, die zum Stacheldraht lief. Proszę pana, front budynku, tego bloku 11, znajdował się, wychodził na ulicę. Więc jak się wchodziło do bloku, to znaczy po prawej stronie była ta część bloku, która była od strony drutów kolczastych. Więc blok 11 miał dwa wejścia, właściwie nawet trzy, bo była brama. Jedno wejście do samego budynku prowadziło z ulicy. Drugie wejście przez bramę na podwórko i z podwórka znowu na prawo było wejście do bloku. Dieser Block 11 hatte eigentlich zwei oder sogar kann man sagen drei Eingänge. Zuerst war der Eingang von der Straße aus, dann war das Tor und wenn man durch das Tor ging, da kam man nochmal durch eine Tür auf den Block. Ja, und weil mir das bekannt ist, deshalb habe ich ausdrücklich gefragt, wenn man von der Straßenseite aus den Block betrat, dann hat er wohl rechts gelegen. Ponieważ mnie to jest znane, dlatego się pana pytam, czy jak pan wchodził jak się wchodziło do bloku od strony ulicy, tak, to ta część, która znajdowała się bliżej drutów kolczastych, była po prawej stronie tak wejścia. Ja. So ist es. Und wie viele Menschen waren denn da in der Strafkompanie ungefähr? Ile mniej więcej ludzi było w kompanii karnej? Bo wtedy, kiedy przyszedłem, było ponad 300 ludzi, ale dokładnie tego stwierdzić nie mogę, bo to była duża grupa ludzi i nasz transport, który tam przyszedł, miał ponad 300, a jednocześnie tam na miejscu w karnej kompanii była już grupa ludzi też z innych powodów osadzona. Als ich dorthin gekommen bin, da war es etwa über 300 Personen. Ich kann nicht genau angeben, wie viel da drin gewesen sind, aber es war eine große Menge von Menschen. In unserem Transport waren bereits über 300 Personen und irgendwelche waren ja schon da, als wir dorthin kamen. Und waren Sie die ganze Zeit, während Sie in Auschwitz waren, das heißt bis zum Frühjahr 1942, mit Unterbrechung Ihres Aufenthalts im Krankenbau in Block 11 in dieser Strafkompanie. Więc cały czas w tym okresie od lutego 41 do wiosny 42 z tymi przerwami, kiedy pan był na izbie chorych, cały czas przebywał pan w kompanii karnej na bloku 11. Tak. Ja. Und warum sind Sie seinerzeit verhaftet worden und nach Auschwitz gebracht worden? Za co pan został aresztowany i przewieziony do Oświęcimia? Zostałem aresztowany jako podejrzany o związek z młodzieżową organizacją. Ich wurde verhaftet, weil ich verdächtig war, mit einer Jugendorganisation in Verbindung zu stehen. Also aus politischen Gründen. To znaczy, z politycznych przyczyn. Tak jest. Jawohl. Und welchen Winkel haben Sie getragen in Auschwitz? Jaki pan miał trójkąt w Oświęcimiu? Czerwony. Roten. Einen roten Winkel. Nun, Herr Zeuge, haben Sie in diesem Block 11 auch erlebt, dass Menschen erschossen worden sind? Pan, proszę świadka, przeżył wypadki na bloku 11, kiedy ludzie byli rozstrzeliwani tam. Tak. Ja. Dann bitte erzählen Sie das einmal. Proszę nam to opowiedzieć. Ale ja tych wypadków naocznie wtedy na 11 bloku nie widziałem. Ich habe aber diese Fälle mit meinen eigenen Augen damals auf dem Block 11 nicht gesehen. Nicht gesehen. Überhaupt keinen Fall. W żaden wypadek. Widziałem raz, ale nie mogę stwierdzić, kto tam brał udział w tym rozstrzeliwaniu. Ich habe einmal wohl gesehen, aber ich kann nicht feststellen, wer an den Erschießungen teilgenommen hat. Nun erzählen Sie mal, was Sie damals mit eigenen Augen gesehen haben. Proszę opowiedzieć to, co pan widział na własne oczy wtedy. To było po południu. Das war an einem Nachmittag. Und wann? 41, 42. 41. Rok. Das war 41. Und im Sommer, Winter oder? Lato, Hima, kiedy to było lato? Das war im Sommer. Im Sommer 1941. Ja. Ja, bitte schön, erzählen Sie. I tam widziałem na podwórku ludzi, których zabierali
ci, którzy trupy noszą, rozstrzelanych. Znaczy, pan widział już rozstrzelanych. Już nieżywych ludzi. Ich habe auf dem Hof damals Menschen gesehen, die von den Leichenträgern fortgetragen wurden. Das waren also Leichen. Ja. Bereits. Ja, das vermutlich nach der Erschießung. Sie haben aber eben gesagt, Sie wollten uns erzählen, dass Sie einmal eine Erschießung mit angesehen hätten. Więc pan chciał, to było już po rozstrzelaniu, a pan powiedział, że pan chce nam opowiedzieć coś, co pan widział na własne oczy. A to, co widziałem na własne oczy, to dotyczyło nie w 11 bloku, ale tam, gdzie Karna Kompania pracowała. Also diese Erschießung, die ich mit angesehen habe, die fand nicht auf dem Block 11 statt, sondern dort, wo die Strafkompanie gearbeitet hat, auf dem Arbeitsplatz. Und wo war das? I gdzie to było? W kopalni żwiru. In eine Kiesgrube. Ja. War das auch Sommer 41 nachmittags? I to było też lato 41 roku po południu? To było lato, późne lato. Das war Sommer, Spätsommer. Miesiąca dokładnie nie mogę powiedzieć, nie pamiętam tego miesiąca. Einen Monat kann ich nicht genau angeben, ich erinnere mich nicht mehr daran. Also im Spätsommer 41. Tak. Znaczy późnym latem 41. Tak jest. Und was geschah da? No i co się tam wtedy stało? To, ta sprawa dotyczyła Żydów, więźniów narodowości żydowskiej. Also diese Angelegenheit betraf Juden, also Häftlinge jüdischer Nationalität. Tak jest. Bitte schön. I w czasie pracy jeden tu z obecnych SS-manów. Tu obecny? Tak. Während der Arbeit eine von den hier anwesenden SS-Männern zjawił się i wtedy wezwał wszystkich kapów. Erschien dort und rief alle Kapos zusammen. Wer war denn das? Kto to był? To był SS-man Dylewski. Das war ein SS-man Dylewski. Er rief alle Kapos zusammen. Więc on zwołał wszystkich kapów. Tak? Tak. Und weiter. Ja. I co dalej? I wydał polecenie zlikwidowania wszystkich Żydów, którzy się wtedy znajdowali aktualnie w karnej kompanii. Und er gab eine Anweisung, alle Juden, die sich damals in der Strafkompanie befanden, zu liquidieren. Waren Sie damals auch Kapo? Czy pan był też Kapo wówczas? Nie, nigdy w obozie żadnej funkcji nie zajmowałem. Nein, ich habe nie im Lager irgendeine Funktion gehabt. Nie. Und wieso wissen Sie von dieser Anweisung? To skąd panu jest wiadomym o tym poleceniu? Bo słyszałem to, byłem niedaleko od tego wydarzenia i słyszałem, jak to polecenie wydawał. Weil ich das gehört habe. Ich befand mich nicht weit von dieser Stelle und ich habe gehört, wie diese Anweisung erteilt hat. Hat das in deutscher Sprache gesagt? On to po niemiecku powiedział? Tak jest. Jawohl. Ja, würden Sie uns vielleicht einmal sagen, was der Dylewski damals gesagt hat zu den Kapos. In deutscher Sprache. Wie ist der Dylewski gesagt? Może pan będzie łaskaw nam powiedzieć po niemiecku. Teraz jak on to powiedział? Nie jestem w stanie bardzo szczegółowo powtórzyć, ale słyszałem słowa, które padły. Ich bin nicht in der Lage, jetzt so ganz genau in Einzelheiten zu wiederholen, was gesagt hat, aber die Worte, die ich gehört habe, die da gefallen sind, alle Juden zum Totschlagen. Waren alle Juden zum Totschlagen. Alle Juden zum Totschlagen. Zum Totschlagen. Nun weiter, was geschah da? Rozpoznałem słowa Juden, Tod und Schlagen. I schlagen. Te słowa znałem dobrze. Diese drei Worte, Juden, Tod und Schlagen, das habe ich verstanden und die Worte kannte ich sehr gut aus dem Lager. Nie wiem, czy gramatycznie dobrze to powiedziałem. Ich weiß nicht, ob ich das grammatikalisch richtig wiedergegeben habe. Ja, es gibt nun verschiedene Möglichkeiten. Entweder kann etwas solches als Befehl ausgesprochen werden,
Alle Juden sollen oder müssen sofort oder müssen totgeschlagen werden. Oder es kann auch einen Wunsch ausdrücken oder ein, also sie müssten alle tot oder sollten alle totgeschlagen werden oder so. Das ist nun ein Unterschied. To, co pan powiedział, to może być dwojako rozumiane i powiedziane, więc można to powiedzieć w formie rozkazu, że wszyscy Żydzi muszą być zabici, tak. Albo też w formie takiego życzenia, że powinni by byli być zabici, nie w formie rozkazu, rozumie pan? Rozumiem. Ja odniosłem wrażenie, że to było polecenie, że to był nakaz. Ich verstehe, aber ich habe so verstanden, dass es ein Befehl war gewesen. Auch nicht etwa eine Drohung. I że to nie była groźba. No, zaraz po tym kafowie polecieli i zaczęli, prawda, tych, i zaczęli Żydów bić i mordować. Na ja, gleich danach sind die Kapos losgerannt und haben angefangen, die Juden zu schlagen und zu töten. So, dann erzählen Sie mal bitte weiter. I co było dalej? No i wtedy jeden z kapów po tym rozkazie zwrócił się do zapytania, bo tam był młodociany Żyd. Do kogo z zapytaniem? Do Tyleskiego. Also danach wandte sich einer von den Kapos an Delewski mit einer Frage. Diese Frage bezog sich auf einen jugendlichen Juden. Tak, miał może 15, może 16 lat. Er war vielleicht 15, vielleicht 16 Jahre alt. I on tam miał taką lżejszą robotę i był zajęty przy naprawianiu sprzętu, łopat, którymi pracowaliśmy. Er hatte so eine leichtere Arbeit gehabt. Er besserte so unsere Werkzeuge aus, so Schaufel und andere Werkzeuge, mit denen wir gearbeitet haben. Nali? Und was fragte denn der Kapo? I wtedy, i co się zapytał ten kapo? Czy tego dokładnie nie słyszałem, ale zrozumiałem, bo, że wstawia się za tym młodocianym. Ich habe das nicht so genau verstanden, nicht so genau gehört, aber ich habe verstanden, dass er sich so, dass er für diesen Jugendlichen spricht. Für diesen Jugendlichen spricht. Für diesen Jugendlichen spricht. Nun weiter. Wówczas kapo jeszcze zawołał tego młodego chłopca, żeby go pokazać Dyleskiemu. Ten się mu przyjrzał i ręką wskazał, żeby poszedł z powrotem do roboty. W tym momencie, gdy się odwrócił, strzelił do niego. Der Kapo rief noch den Jugendlichen zu Dylewski zu kommen, um ihn zu zeigen. Der Jugendliche kam, Dylewski hat ihn angeschaut und machte so mit der Hand ein Zeichen, dass er zurück zur Arbeit gehen soll. In dem Augenblick, in dem er sich umgewandt hat, schoss er auf ihn. Nämlich Dylewski schoss auf diesen jungen Juden. Znaczy Dylewski wystrzelił do tego młodocianego Żyda. Und hat er ihn auch getroffen? I co? Trafił go od razu. Ja, sofort. Und war der junge Jude tot? Tak, upadł. No, był nieżywy. Ja, er fiel und er lebte nicht mehr. Wieso kannten Sie damals den Angeklagten Dylewski? Skąd pan wtedy znał oskarżonego Dylewskiego? Ja go widziałem, jak on przyjeżdżał i nadzorował pracę karnej kompanii. Ich habe ihn gesehen, als er zu uns kam, um die Arbeit der Strafkompanie zu bewachen. Nie znałem oczywiście jego nazwiska z początku. Ich kannte selbstverständlich vom Anfang an nicht seinen Namen. Aber jego nazywano, że miał pseudonim, nazywano go Klaus. Aber man nannte ihn, hatte so einen Spitznamen, nein, also man nannte ihn Klaus. Und weshalb kam er zur Strafkompanie, um diese zu bewachen? I dlaczego on przychodził do kompanii karnej, żeby nadzorować ją? To nie wiem, jaki miał cel, w każdym razie, gdy się tam zjawiał, natychmiast pędzono nas ostrzej do pracy. I prawda, wtedy znacznie ostrzej się z nami obchodzono.
Ja, ich weiß nicht, was er dabei bezweckte, aber jedes Mal, wenn er kam, da wurden wir viel schärfer aufgefordert und zur Arbeit und auch richtig schärfer angefasst. Ja, ich hatte nun den Zeugen eben gefragt, ob ich richtig verstanden habe, dass damals die Lewski zur Bewachung dieser Strafkompanie eingeteilt war. Czy ja pana dobrze zrozumiałem, że on nadzorował, to znaczy, że on był przydzielony do tych... Nie, ja tak nie mogę stwierdzić. Nein, das kann ich nicht feststellen. Nein, ich hatte sie so verstanden, der Dilewski kam, um die Strafkompanie zu bewachen, bei der Arbeit zu bewachen. So hatten sie es, glaube ich, uns gesagt. Ale pan powiedział, że on przychodził do kompanii karnej, żeby nadzorować pracę. To znaczy pan chciał powiedzieć co? Ja chciałem powiedzieć, że gdy się zjawiał Dylewski, natychmiast ta praca była, ci kapowie i ci, którzy byli na funkcjach, zaostrzali swój reżim w stosunku do nas. Ich wollte damit sagen, dass jedes Mal, wenn er kam, überwachte dann die Arbeit insofern, dass die alle Kapos uns schärfer angefasst haben und uns mehr zur Arbeit angetrieben haben. Wissen Sie, was Dylewski damals für einen Dienstgrad gehabt hat? A wie pan co on miał wtedy za stopień wojskowy? Nie, tego nie mogę dokładnie powiedzieć. Wiem, że nie był oficerem. Nein, das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Ich weiß, dass kein Offizier gewesen ist. Kein Offizier gewesen ist. Und was dort für eine Aufgabe hatte, wenn in die Kiesgrube kam, das wissen Sie nicht. Więc co on miał za zadanie, kiedy on przychodził do tej żwirowni? Pan nie wie o tym. Więc chcę powiedzieć jeszcze tyle, że karna kompania była bardzo srogo, z nią się obchodzono bardzo ostro i surowo. I zawsze, jeśli ktoś przyszedł z politycznego oddziału, to wtedy było to jednoznaczne z jakimś zaostrzeniem terroru, biciem, prawda, maltretowaniem i zwiększeniem ilości trupów, które później przynosiliśmy do obozu po takim... Ja, ich möchte hier betonen, dass die Strafkompanie sehr streng und scharf geführt worden ist. Und jedes Mal, wenn jemand von der politischen Abteilung hinzukam, bedeutete es, dass die Verschärfung erfolgt, dass noch ein Terror noch größer herrschen wird, dass noch mehr Leichen ins Lager gebracht werden nach der Arbeit. Soll ich daraus entnehmen, dass Sie der Auffassung waren, Dylewski kam von der politischen Abteilung? Czy ja pana tak mam zrozumieć, że pan był tego zdania, że Dylewski należał do Wydziału Politycznego? Do wydziału? Wtedy nie wiedziałem o tym. Damals habe ich es nicht gewusst. Ja, Sie sagten doch eben, jedes Mal, wenn jemand von der politischen Abteilung kam, wurden die Maßnahmen verschärft. Ale przecież pan właśnie przed chwilą powiedział, że za każdym razem, kiedy przychodził ktoś z oddziału politycznego, to było zaostrzane. Tak. No, przychodził na przykład woźnica. No, zum Beispiel kam da dorthin auch woźnica. Ja. Jego tu nie ma na rozprawie. Er ist nicht hier während der Verhandlung. Ja. Bei der Verhandlung. Da Sie aber uns gerade eben sagten, dass der Dylewski dorthin kam, und dass jedes Mal, wenn einer von der politischen Abteilung kam, die Maßnahmen verschärft wurden, habe ich daraus geschlossen, dass die Person des Dylewski von Ihnen in Zusammenhang gebracht wird mit der politischen Abteilung. Ale ponieważ pan powiedział, użył pan takiego zwrotu, za każdym razem, kiedy przychodził ktoś z oddziału politycznego, nastąpiło zaostrzanie. Tak. I przed tym pan powiedział, że przychodził Dylewski. Jak on przychodził, tak, to też oznaczało, że będzie więcej bicia i tak dalej. Dlatego... To z tego by wynikało, że pan łączy Dylewskiego z Wydziałem Politycznym. Tak. Ja tak zrozumiałem, że ci, którzy tam przychodzą i prawda, wyżywają się w swoich poczynaniach, to są właśnie z oddziału politycznego. Ich habe so verstanden, dass alle diese, die dorthin kamen, um sich dort bei uns auszutoben, dass sie zur politischen Abteilung gehören.
Sie haben das so verstanden, sagen Sie. Das heißt, war das Ihre Meinung, Ihre persönliche Meinung, oder haben Sie das gesagt bekommen? Czy, proszę pana, pan powiedział, że ja tak zrozumiałem, czy to oznacza, że to było pana zdanie wtedy, czy to panu ktoś powiedział? To było początkowo takie przekonanie, a jednocześnie później między więźniami była mowa na ten temat i dowiedziałem się już bliższych szczegółów. Ja, zuerst war das nur meine Überzeugung, aber später wurde darüber unter den Häftlingen gesprochen und ich erfuhr auch die Einzelheiten darüber. Jeszcze zwracano uwagę, że Klaus zna język polski. Man machte auch darauf aufmerksam, dass Klaus Polnisch kann. Sie sagten doch gerade vorhin auf meine Frage, damals hätten Sie nicht gewusst, dass Dilewski bei der politischen Abteilung sei. Ale pan powiedział na moje zapytanie, że pan wówczas nie wiedział, że on jest w wydziale politycznym. W pierwszym okresie nie wiedziałem, ale ja byłem w karnej kompanii długi okres czasu i powoli te wszystkie sprawy stały się dla mnie jasne. In der ersten Zeit habe ich es nicht gewusst, aber ich war in der Strafkompanie eine längere Zeit und langsam wurden mir alle diese Sachen klar. Mhm. Womit hat denn der Dilewski damals diesen Schuss abgefeuert? Mit einem Gewehr oder einer Pistole oder mit welchem? Z czego on wystrzelił wówczas, Dilewski? Czy on miał pistolet, czy... Revolver. Er hat eine Pistole. Eine Pistole. Und wo hat er denn die Pistole in der Hand gehabt oder hat er die irgendwo hergeholt? Czy on miał pistolet w ręku, czy wyciągnął go skądś? On go skądś wyciągnął, w ręku go nie widziałem z początku. Er hat das rausgeholt, aber in der Hand hatte ich zuerst nichts gesehen. Ja. Sie haben uns geschildert, er hat mit dem jungen Juden gesprochen, dann hat er ihn abgewinkt, als wir soll zur Arbeit gehen. Und indem der junge Jude sich herumdrehte, um zur Arbeit zu gehen, hat der Dilewski schon geschossen. Wo hat er plötzlich die Pistole her gehabt? Więc pan nam tak opisywał, że on rozmawiał z tym młodocianym Żydem, dał znak ręką, jak gdyby, że miał iść do pracy i w tym momencie, kiedy on się odwrócił, wystrzelił do niego. Tak. No więc skąd był ten pistolet? Nie wiem, może wyciągnął go z kieszeni, może z kabury. Ja samego momentu wyciągnięcia pistoletu nie zauważyłem. Zauważyłem strzał, prawda, i tego chłopca jak pada. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe es ja nicht gesehen, woher er diese Pistole rausgezogen hat, aus der Tasche oder aus dem Pistolenhalter. Ich weiß nicht. Ich habe es nur gehört, wie der Schuss gefallen ist und wie der Junge und sah, wie der Junge fiel. Und wie weit standen Sie damals entfernt? Jak daleko pan było od tego? Było 20 do 30 metrów. No może nie mogę dokładnie, precyzyjnie określić, ale mniej więcej 20-30. Das war so ungefähr 20 bis 30 Meter Entfernung. Ich kann das nicht so ganz genau, ganz präzise angeben, aber ungefähr war das schon 20 bis 30 Meter. Und haben Sie auch gesehen, dass der Dilewski bei dieser Gelegenheit die Pistole durchgeladen und entsichert hat? Czy pan przy tym widział, jak on jeszcze raz zarepetował pistolet? Czy nie, tego nie potrafię określić. Nein, das kann ich ja nicht sagen. Das können Sie nicht sagen. Wissen Sie, wie dieser junge Jude hieß, der da Czy pan wie, jak ten młodociany Żyd się nazywał? Jego nazywali po imieniu Jakubek, ale... Man hat ihn mit Vornamen genannt, Jakubek, das heißt kleiner Jakob. Und was geschah dann mit diesem erschossenen Juden? I co się stało potem z tym zabitym, rozstrzelanym Żydem? Po południu zabrali go ci, co nosili trupy. Nachmittags wurde er von denjenigen, die die Leichen forttrugen, abgeholt. Und Sie sagten, die Kapos haben ihrerseits auch angefangen, die Juden zu schlagen und zu erschlagen. Haben Sie bei dieser Gelegenheit auch gesehen, dass Juden erschlagen worden sind von den Kapos? Pan opowiadał nam, że po tym poleceniu kapowie rozbiegli się i zaczęli bić Żydów i tak. mordować. Tak, czy jest. Pan
przy tej okoliczności widział kogoś zabitych, zamordowanych w ten sposób przez ludzi? Tak jest. Ja, ich habe gesehen, jawohl. Ja, und wie viel waren das ungefähr? Ile tam było mniej więcej? Dokładnie liczby nie potrafię określić, ale było może 20, może mniej, może więcej, nie wiem dokładnie. Ja, ich kann genau eine Zahl nicht angeben, aber es waren so 20, vielleicht weniger, vielleicht etwas mehr. Das kann ich nicht genau angeben. Oni przeważnie w ten sposób robili, że kapo uderzał w głowę kijem, prawda, i gdy ofiara upadła, to stawał nogą na gardło i dusił. Die machten das folgendermaßen, dass der Kapo gewöhnlich mit einem Stock auf den Kopf den Häftling schlug und wie der Häftling fiel, da stellte sich der Kapo auf seinem Hals und drückte so lange, bis er tot war. Haben Sie in diesem Block 11 auch den Blockältesten kennengelernt? Czy w bloku 11 poznał pan również blokowego? Znał pan blokowego? Blokowy nazywał się Hans. Der Blockälteste hieß Hans. 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 Und wie er sonst noch hieß, wissen Sie nicht? A jak było dalej jego nazwisko, pan nie? Nie wiem. Nein, das weiß ich nicht. Und der Blockführer? A blokführerem kto był? O, tego sobie dokładnie nie przypominam, bo tam się zmieniali blokführerzy, ale dokładnie nie potrafię określić. Daran kann ich mich nicht so genau entsinnen. Die Blockführer, die wechselten sich ab und darum kann ich nichts Genaues sagen. Mhm. Haben Sie auch einen Jakob gekannt? Jakuba? Gruby, pracował w bunkrze. So ein Dicker, der im Bunker gearbeitet hat? Ja. Tak. Tak. Ja. Und was hat er gearbeitet? Was war dessen Aufgabe? I co on robił? Jakie były jego zadania? Wiem, że on donosił żywność więźniom, którzy byli w bunkrze zamknięci. Nadzorował tam porządek. Ich weiß, dass er Essen den Häftlingen, die im Bunker waren, gebracht hat, dass er über die Ordnung wachte. I słyszałem, że asystował przy egzekucjach. Und ich habe ebenfalls gehört, dass er bei den Exekutionen mitgewirkt hat. Das haben Sie aber nur gehört. Ale to pan tylko słyszał. Tak jest. Ja. Wissen Sie, was für eine Pistole der Dilewski damals in der Hand gehabt hat, als er geschossen hat? Haben Sie die Pistole gesehen? Czy pan wie, jaki rewolwer miał w ręku Dilewski, kiedy on strzelał? Czy pan widział to dokładnie? No nie mogę określić tego, bo to jest... Wiem, ja, że był rewolwer, ale ja, jaki to... Ja, ich kann das nicht angeben, was das gewesen. Ich weiß nur, dass es eine Pistole gewesen. Haben Sie außer Dilewski noch andere Angehörige der politischen Abteilung dort in der Kiesgrube gesehen, außer dem Bosnica? Czy pan jeszcze innych członków Wydziału Politycznego widział tam w Żwirowni, poza Dilewskim i poza Woźnicą, o którym pan wspominał? Wydaje mi się, że tam również był i Grabner, ale... Es scheint mir, dass dort auch Grabner gewesen ist, aber... Nie mogę tego z całą pewnością stwierdzić, czy go widziałem tam właśnie w kopalni Żwiru, czy go widziałem przed blokiem 11. Aber ich kann nicht genau sagen jetzt, ob das in der Kiesgrube gewesen ist oder ob ich ihn vor dem Block 11 mal gesehen habe. Und wieso kannten Sie ihn? I skąd pan go znał? Ze słyszenia od innych więźniów mówili, że to jest Grabner. Ja, von den anderen Häftlingen, die mir gesagt haben, das ist Grabner. Ich habe keine Fragen mehr, sorry. Bitte schön. Herr Kaminski, welche SS-Leute waren denn als Kommandoführer bei der SK, bei der Strafkompanie, immer anwesend? Jacy SS-Führerzy byli przy kompanii karnej obecni? Może pan powiedzieć? Nazwisk nie potrafię wymienić. Die Namen bin ich nicht in der Lage, Ihnen anzugeben. Waren Sie während des ganzen Sommers 1941 in der SK, also in den Monaten Juni, Juli, August 1941? 1941. Czy pan był przez cały czas, to znaczy w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień 41 w karnej kompanii? W miesiącach letnich byłem na pewno i w tym okresie... Dokładnie nie mogę powiedzieć, kiedy poszedłem do szpitala, bo... W
w tym okresie. Późnym jesienią, późnym latem zostałem wytypowany do szpitala. Ja, ich war während der Sommerzeit bestimmt in der Strafkompanie, aber zu der Zeit war ich ja auch im Spätsommer in den Krankenbau geschickt. Können Sie sich daran erinnern, ob Sie während der Monate Juni, Juli, August 1941 den Angeklagten Dilewski, den Sie Klaus nannten, immer wieder einmal bei der SK gesehen haben? Proszę pana, czy pan sobie przypomina w miesiącach czerwcu, lipcu i sierpniu 1941 roku w kompanii karnej od czasu do czasu, że pan widywał oskarżonego Dilewskiego, który pan nazywał Klausem? Dwa razy w ciągu. Zweimal. Wtedy przy tym i drugi raz nie potrafię stwierdzić, w jakim to było okresie. Ale w tych miesiącach. W tych miesiącach gdzieś go widziałem. Also ich habe ihn zweimal gesehen. Das eine Mal, das ich bereits geschildert habe, und das zweite später, auf jeden Fall während dieser Monate. Haben Sie den Angeklagten Dilewski vor diesem Vorfall mit dem Judenjungen noch nicht gesehen gehabt? Czy przed tym wypadkiem z młodocianym Żydem? Przed tym pan nie widział nigdy Dilewskiego? Nie, widziałem go, ale nie potrafię powiedzieć, kiedy go widziałem. Dopiero on mnie utkwił w pamięci mocno po tym wypadku. Ja, ich habe ihn gesehen, aber ich kann das nicht sagen, wie, weil er mir erst nach diesem Vorfall so richtig in Erinnerung haften geblieben ist. Danke sehr. Hat das Gericht noch Fragen? Herr Staatsanwalt. Haben Sie während Ihrer Zeit in der Strafkompanie nur in der Kiesgrube gearbeitet oder auch bei einem anderen Kommando? Czy w czasie pana pobytu w kompanii karnej pracował pan wyłącznie w żwirowni, czy też jeszcze gdzie indziej? Pracowałem również przy włożeniu kartofli i przy wyładunku brukwi. Ich habe nicht nur in der Kiesgrube gearbeitet, ich habe auch bei bei dem Kartoffelkommando und auch beim Ausladen von Rüben gearbeitet. Ja, bei den, darf ich Sie so verstehen, bei dem Aufbau des Stammlagers, also bei dem Bau von weiteren Blöcken, waren Sie offenbar dann nicht eingesetzt? To znaczy, ja pana tak zrozumiałam, że przy budowie nowych bloków pan nie pracował. Przy budowie nowych bloków na środku obozu. Po środku obozu. Byłem tam przez pewien czas. Ale beim Bau der Blocks in der Mitte des Lagers war ich auch einige Zeit. Wann war das etwa? Kiedy, mniej więcej? To była gdzieś wiosna 41 rok. Das war etwa Frühling 1941. Also unmittelbar nach Ihrem Eintreffen schon? To znaczy bezpośrednio po pana przybyciu tak, do obozu. Bezpośrednio po przybyciu do obozu miałem parę tygodni kwarantanny, gdzie nasze komando, to znaczy tych nowych więźniów, przyprowadzono na plac apelowy i musieliśmy śnieg sprzątać w bardzo szybkim tempie i wtedy wszyscy blokwilerzy nas tam strasznie pędzili i bili. Ja, das war kurz nachdem ich ins Lager gekommen bin. Die erste Zeit, nachdem ich ins Lager kam, da waren wir einige Wochen in der Quarantäne. Und während dieser Zeit mussten wir ja Schnee von den Lagerstraßen räumen. Das musste alles sehr schnell geschehen. Und die SS-Männer, die dabei waren, haben uns fürchterlich geschlagen und misshandelt. Können Sie sich noch erinnern, an welchem Block Sie gearbeitet haben? Das heißt, ich möchte präzise wissen, waren Sie auch tätig bei dem Aufbau von Block 15? Proszę pana, czy może sobie pan przypomnieć, przy budowie jakiego bloku pan pracował tam po środku tak. obozu? Szczególnie chodzi mi o to, czy pan pracował przy bloku 15. To tam pracowałem przez pewien czas przy kopaniu fundamentów. Przy bloku 15. Tak, i tam błoto było bardzo wielkie. Ich habe eine Weile dort gearbeitet bei dem Bau des Blocks 15 und zwar beim Fundamentlegen. Beim Fundament. Das war sehr viel Schlamm dort. Ja. Haben Sie auch einmal erlebt, dass die Baugrube dort unter Wasser gestanden hat? Dass ich Wasser in der Baugrube befunden habe. Czy proszę pana, pan przeżył też taki wypadek, że tam w dole było wody dużo? Tak, było tam bardzo dużo wody i tam nawet utopiono paru więźniów.
Ja, es gab dort sehr viel Wasser in der Baugrube und dort wurden sogar einige Häftlinge getränkt. Ertränkt. Ertränkt. Haben Sie das selbst gesehen? Czy pan to sam widział, jak byli utopieni? Widziałem ich, jak już wyciągnięto ich z tego błota nieżywych i odniesiono do kostnicy. Ich habe gesehen, wie sie bereits rausgeholt wurden und aus dem Wasser, also als sie nicht mehr lebten und als sie dann in die Leichenhalle gebracht wurden. Byli oblepieni błotem, uduszeni zupełnie. Sie waren mit Dreck und Schlamm richtig erstickt in dem Schlamm. Wissen Sie noch ungefähr, wann das war? Przypomina pan sobie, kiedy to mniej więcej było? No to było późną wiosną 41 roku. Na ja, das war so spät Frühling 1941. Miesiąca nie pamiętam. Nie Aber to... an einen Monat kann ich mich nicht erinnern. Byliśmy wtedy w bardzo ciężkiej sytuacji, nas strasznie bito wówczas. Wir befanden uns damals in einer fürchterlichen Lage. Wir wurden sehr geschlagen. Haben Sie damals selbst gesehen oder etwas darüber gehört, wer daran dafür verantwortlich war, dass diese Häftlinge dort ertränkt worden sind? Czy pan słyszał, czy pan widział, czy pan jest świadomym, kto brał udział, kto jest odpowiedzialny za to, że ci więźniowie zostali utopieni w tym? Tego nie mogę stwierdzić. Das kann ich nicht feststellen. Und noch eine letzte Frage. Waren derartige Vorfälle wie das Ertränken, das willkürliche Ertränken von Häftlingen oder das Totschlagen, das Erschießen von Häftlingen, war das bei der Strafkompanie eine Ausnahmeerscheinung oder kamen derartige Übergriffe häufig vor? Proszę pana, mnie chodzi o to, czy panu jest wiadomo, te wypadki utopienia czy rozstrzelania takiego bez przyczyny, czy to były wypadki, które się zdarzały często w kompanii karnej, czy to były rzadkie wypadki? Bardzo często, to było normalnym naszym codziennym chlebem, jakby można powiedzieć. Das geschah sehr häufig, man kann so ausdrücken, das war unser tägliches Brot. Dankeschön. Herr Rechtsanwalt-Aumann. Herr Rechtsanwalt-Rabe. Herr Zeuge, Sie schilderten, dass vorhin Ihrer Ansicht nach auf Anweisung von Dilewski in der Kiesgrube etwa 20 jüdische Menschen von den Kapos erschlagen wurden. Ging das unmittelbar im Anschluss an diese Anordnung oder verteilte sich das auf den ganzen Tag, die Tötung dieser 20 Menschen? Wie lange dauerte das? Proszę pana, pan nam opisywał tutaj wypadek, że w pana mniemaniu na polecenie Dylewskiego kapowie zatłukli na śmierć mniej więcej 20 osób. Czy to zabicie tych ludzi nastąpiło bezpośrednio po tym wydaniu polecenia, czy też to było w ciągu całego dnia? Na jakiej przestrzeni czasu nastąpiło zabicie tych 20 ludzi? No to trwało kilka dobrych godzin. Ja, das hat einige paar Stunden gedauert. I jeszcze chcę dodać, że w tym czasie posty, które stały i strzegły naszą pracę, zastrzelili paru Żydów, których kapowie wysłali poza tą strefę zakazaną i z tego tytułu oni później otrzymywali urlopy za zabicie więźnia w czasie ucieczki. Ja, ich möchte noch hinzufügen, dass während der Zeit damals die Wachposten, die uns ja bewacht haben, auch einige Juden erschossen haben, nachdem diese Juden von Kapos in die verbotene Zone geschickt worden sind. Das war so nämlich, dass sie dafür, dass sie einen Häftling während der Flucht erschossen haben, Urlaube bekommen haben. Ich habe keine weiteren Fragen. Keine Frage. Bitte schön. Herr Zeuge, Sie sagten, dass Sie auch den Jakob im Block 11 kennengelernt haben. Proszę świadka, pan powiedział, że pan również poznał Jakuba, który był na bloku 11. Sie sagten dann auf die Frage des Herrn Vorsitzenden, das sei ein Dicker gewesen, ja? Pan powiedział, że taki gruby był na pytanie. Atleta, tęgi. Ja, das war ein Athlet, ein dicker Mann. Ja. Und das war in der Zeit, als Sie im Block 11 waren? I to było w tym czasie, kiedy pan był na bloku 11. Ja go poznałem dopiero w 42 roku. Ich habe ihn erst 1942 kennengelernt. 1942, wann etwa? Kiedy mniej więcej?
wiosną chyba, ale dokładnie nie potrafię określić. Ich glaube im Frühjahr, aber genau kann ich es nicht angeben. Im Frühjahr 1942. In Block 11. Na wiosnę 42 roku w bloku 11. Tak. Ja. Ja. Dann noch eine Frage. Sie sagten vorhin, dass sich einer der Kapos an diesen SS-Mann, den Sie also für Dilewski oder für Klaus hielten, dass einer der Kapos sich an ihn mit einer Frage gewendet habe, die sich auf einen jugendlichen Juden bezog. Pan powiedział, że jeden z kapo zwrócił się z jakimś pytaniem do tego, którego pan uważa za Dylewskiego i że to dotyczyło jakiegoś młodocianego Żyda. Tak. Ja. Z całości tego zachowania tych, którzy brali w tym udział, tak wynikało. Aus dem Gesamtbild, also so wie die, wie sie sich abgespielt hat, da konnte ich diese Schlussfolgerungen ziehen. Ja. Haben Sie diese Frage, die sich also auf diesen jugendlichen Juden bezogen hat, selbst gehört? Ale słyszał pan to pytanie, które on skierował davon? Odnośnie tego młodocianego Żyda? Sam pan słyszał to, co on powiedział? Nie, ja tego tak nie stwierdziłem. Ja dokładnie tego nie mogę stwierdzić, bo to nie było głośno powiedziane. To było dosyć w jakiejś rozmowie cichej, ale tak wywnioskowałem z późniejszego wydarzenia i z tego, że ten chłopiec cieszył się u tego kapy specjalnymi względami. Nein, das habe ich auch nicht gesagt, dass ich es gehört habe. Ich konnte es nicht gehört haben, weil dieses Gespräch ja in einer leise Unterhaltung stattgefunden hat. Aber ich konnte das so aus dem Gesamtbild mir zusammenreimen und aus dem, was auch später geschehen ist. Ich wusste auch, dass dieser Jugendliche von diesem Kapo, von diesem bestimmten Kapo, so bevorzugt behandelt wurde, ja, dass er ihn gern hatte. Ja. Nun, Herr Zeuge, haben Sie vorhin nicht gesagt, müsste ich mich sehr irren, ich habe nämlich stenografiert, danach wandte sich einer der Kapos mit einer Frage an Dilewski, die sich auf einen jugendlichen Juden bezog. Ja, so hat er gesagt. So hat er gesagt. Ja. Ja. Ja, und dann hat er gesagt, dann hat er den Juden herbeigeholt, ja, und hat ihn vorgestellt dem Dilewski. Und hat noch dann hat er abgewinkt. Jawohl. Ja. Ja. Und gesagt, das andere ist ja dann... Gesprochen. Und hat für ihn gesprochen, ja. 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 Also diese Frage, die Sie eben geschildert hatten, die haben Sie also aus den Umständen entnommen und nicht etwa die Frage selbst gehört. Nein, das hat er von Anfang an so gesagt. Więc pan, znaczy tego, co on powiedział, nie słyszał. Pan tylko z całości okoliczności wywnioskował, tak, że to dotyczy tego młodego. Tak jest. Ja, tak. So ist es. Ja, Sie standen doch, wie Sie sagten, 20 bis 30 Meter weit entfernt. Więc pan stał, jak pan powiedział, 20-30 metrów, w odległości 20-30 metrów. Ja muszę powiedzieć, że to jest dosyć trudna sprawa, bo to jest, w każdym razie byłem w takiej odległości, że dobrze widziałem wszystko, co się dzieje, i głośne wypowiedzi do mnie docierały, ale ja nie miałem metra, żebym zmierzył odległości, bo to jest za trudne. Ja, wissen Sie, so ganz genau zu sagen, wie die Entfernung gewesen ist. Ich konnte auf jeden Fall von dieser Entfernung aus sehr genau sehen und auch das, was laut gesagt wurde, sehr genau hören. Aber ich hatte kein Metermaß, um genau abzumessen, wie viel Meter dazwischen gewesen sind. Ja, also die letzte Bemerkung war etwas unpassend. Ich habe keine weiteren Fragen. Es sind noch Fragen zu stellen. To ostatnia z pana wzmianka o tym, że nie miał pan ze sobą miary, żeby mierzyć, była nie na miejscu. Keine Fragen mehr. Werden von Seiten der Angeklagten Erklärungen erbeten? Nein. Keine Fragen gestellt. Nun, Dilewski, Sie haben doch gehört, dass Sie hier beschuldigt werden, dass Sie einen Menschen totgeschossen haben sollen. Wollen Sie sich da nicht dazu erklären? Was soll ich dazu sagen, Herr Vorsitzender? Ich bin im Frühjahr 1941 zum Studienurlaub weg gewesen. Ich bin vorher und nachher Ausbilder gewesen. Ich bin am 1. September zur politischen Abteilung gekommen. Vom 3. September liegt hier ein Brief vor, dass ich einen Erholungsurlaub wegen einer Nervenerkrankung habe. Ich habe also mit meiner Arbeit in der politischen Abteilung
Da war ich der kleinste Mann dann dort und der letzte Mann, vielleicht Mitte September angefangen. Das habe ich letztens nicht verstanden. Sie haben mit Ihrer Arbeit etwa Mitte September angefangen? Mitte September. Da war angefangen? Da war ich der kleinste Mann, da habe ich Übersetzungen gemacht und an der Schreibmaschine gesessen. Und bei der Beaufsichtigung oder der Revision von damit dieser Strafkompanie haben wir gar nichts zu tun gehabt. Sagen Sie bitte dem Zeugen, dass der Angeklagte Dilewski erklärt, er könne es nicht gewesen sein, er müsse sich in der Person irren, der Zeuge, denn er, Dilewski, sei erst im September zur politischen Abteilung gekommen und sei dort mit Schreibarbeiten beschäftigt gewesen. Oskarżony Dilewski zaprzecza temu, co pan powiedział, pada, że to jest niemożliwe, ponieważ on w tym czasie akurat na wiosnę był na urlopie dla uczenia się i przyszedł do Wydziału Politycznego dopiero z początkiem września i w środku września, mniej więcej w połowie września zaczął pracować tam i zajmował się wyłącznie sprawami tłumaczeniowymi, był bardzo małym człowieczkiem w tym Wydziale Politycznym. Ja podtrzymuję to, co powiedziałem. Und ich bestehe darauf, dass es Wahrheit ist, was ich gesagt habe. Will der Zeuge den Eid in religiöser oder in bürgerlicher Form leisten? Ich hätte noch eine Frage. Herr Zeuge, Sie sagten vorhin für den Zeitpunkt dieses Vorfalls mit Dilewski Spätsommer 41. Spätsommer 41. Ist Ihrer Definition nach September auch noch Spätsommer? Er sagte, wir müssen vollständig zitieren, Herr Kollege Rabe. Er sagte auf die Frage des Herrn Vorsitzenden, sagte er, Spätsommer 1941, Monat kann ich nicht angeben. Und auf die Frage des Herrn Beisitzenden Richtern, Herrn Amtsgerichtsrat Potz, auf die Frage, ob er Dilewski im Juni, Juli, August bei der Strafkompanie gesehen habe, sagte er ja, zweimal gesehen, das eine Mal, das ich bereits geschildert habe, und dann sagt er, auf jeden Fall während dieser Monate. Ja. Verzeihen Sie, ich habe jetzt eine ganz andere Frage gestellt. Ich habe nicht gefragt, ob er ihn vorher gesehen hat, ich habe nur gefragt, ob der Zeuge Spätsommer 41 zu Spätsommer auch noch den Monat September rechnet. Ja. Das ist, die Frage ist beantwortet. Ja, Sie können der Frage widersprechen. Ja, ich widerspreche dieser Frage. Ja, denn der Herr beisitzende Richter hatte gefragt, haben Sie Dilewski im Juni, Juli, August bei der Strafkompanie gesehen? Und daraufhin antwortete der Zeuge, auf jeden Fall während dieser Monate. Moment, Herr Rechtsanwalt Dr. Laternse, ich glaube, dass Sie sich in einem Irrtum befinden. Nach meinem Dafürhalten hat der Zeuge gesagt, ich habe ihn zweimal gesehen. Das erste Mal anlässlich dieser Erschießung und das zweite Mal später. Das zweite Mal später, das ist richtig. Und dann setzt er hinzu, das ging etwas unter, möglicherweise, auf jeden Fall während dieser Monate, die erfragt waren durch Herrn Landesrat Hotz, Juni, Juli, August. Ich glaube, Herr Direktor Persige hat eben mir zugestimmt, dass es so war. Die Frage ist also ja, ich weiß nur nicht, Herr Dr. Laternse, ob wir den Zeugen so verstanden haben, wie er es gemeint hat. Ob er mit diesen Worten sagen wollte, auf jeden Fall während dieser Monate, das heißt Juni, Juli, August. Das sagte er. Denn Juni, Juli, August ist ja nicht Spätsommer. Und wenn er vorher gesagt hat, die Erschießung fand im Spätsommer statt, dann kann er ja ihn nicht im Juni, Juli gesehen haben, sondern im Spätsommer. August ist schon Spätsommer. August ist Spätsommer. Jedenfalls hat er es so gesagt, der Herr Landgerichtsdirektor Persig. Ja, er hat es so gesagt. Vielleicht noch ergänzen, er sagte noch, im Spätsommer wäre bereits schon im Spital gewesen. Ich habe es hier mitnotiert. Nein, er hat gesagt, Spätsommer. Sommer im Spital. Spätsommer 41 habe sich der Vorfall abgespielt. Und ich meine, was der Herr Kollege Dr. Laternse hier vorhält, das mag er doch selbst fragen. Ich frage nur, ob der Zeuge zu Spätsommer. Also, wir wollen so sagen, welchen Zeitpunkt bestimmen Sie als Spätsommer? Welche Monate fallen nach Ihrer Meinung in den Spätsommer? Proszę świadka, jakie miesiące pan zalicza do późnego lata? Co pan ma na myśli, jak pan mówi późnym latem? To są miesiące według mnie do września włącznie. Do września włącznie. Tak. Das sind meiner Meinung nach die Monate bis September einschließlich. Bis September einschließlich. Und tego,
Und ist es richtig, dass Sie in den Monaten Juni, Juli, August den Dilewski bereits gesehen haben? I czy to jest prawda, że pan w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień widział już oskarżonego Dilewskiego? Tego dokładnie w poprzednich miesiącach nie mogę stwierdzić, tylko przypominam go sobie dokładnie z tego faktu. Also diese vorhergehenden Monate, die kann ich nicht so genau angeben. Ich erinnere mich an ihn genau von diesem Vorfall an. Und der fand statt, nach Ihrer Meinung, im Spätsommer? Und wann fängt der Spätsommer an, nach Ihrer Meinung? Więc ich, i ten wypadek, o którym pan wspominał, był, miał miejsce zdaniem pana późnym latem. Tak jest. I co pan nazywa późny lato? Kiedy się zaczynał pana późne lato? Lipiec. Zaczyna się późne lato. Ja, der Sommer beginnt mit, Spätsommer beginnt mit Juli. Mit Juli. Eine Frage noch in dem Zusammenhang, Herr Zeuge. Wann waren Sie nun im Spätsommer 41 im Krankenbau? Wissen Sie das noch? Czy pan sobie przypomina, kiedy pan był późnym latem na izbie chorych? Tak. Więc byłem niedługo po tej historii, która miała miejsce. Ich war dort kurze Zeit nach dem Vorfall, der sich da abgespielt hat. Ja, wann war das etwa? No, kiedy? Dass Sie im Krankenbau waren. Wissen Sie vielleicht noch die Daten, może in denen pan, Sie im Krankenbau waren? Może pan sobie przypomina daty, kiedy pan był na izbie chorych? Dat sobie nie przypominam. An die Daten kann ich mich nicht erinnern. Was, wer hat eben gerufen? Uhrzeit wurde gerufen. Wer hat eben das Wort Uhrzeit gerufen? Hm? Ktoś krzyknął, o której godzinie? Żartem. Ihre Personalen, bitte, Sie heißen? Nochmal? Horrendi, mit Vornamen? Gerhard. Wie alt sind Sie? Oder wann sind Sie geboren? 1920. Am wievielten? Am 2.4.1920. Und Sie wohnen? Wiesbaden-Schierstein. Wiesbaden-Schierstein. Und wo dort? Moselstraße 20. Was sind Sie vom Beruf? Technischer Angestellter. Herr Horrendi, es ist nicht erlaubt, in einem Sitzungs während der Sitzung Zwischenrufe zu machen. Sie sind hier nicht im Parlament. Sie werden deshalb bestraft werden. Jetzt muss ich Sie bitten, den Sitzungssaal zu verlassen. Sie dürfen weiter hier nicht teilnehmen. Darf ich eine Frage? Bitte schön. Ja. Bitte aber, weil ich mich allgemein für den Prozess interessiere und nur sehr wenig die Möglichkeit habe, hierher zu kommen, mir das... Nein, Sie müssen jetzt den Sitzungssaal verlassen. Ich schließe Sie ausdrücklich aus. Und wegen Ihrer Bestrafung werden Sie noch etwas hören von uns. Jetzt verlassen Sie bitte den Sitzungssaal. Herr Zeuge, können Sie das, was Sie gesagt haben, mit guten... Ist es nicht richtig, dass Sie im Frühjahr 1941 zur politischen Abteilung gekommen sind und von August 1941 als Schreiber in der Aufnahmeabteilung dort tätig waren? Nein, das ist völlig falsch. Ich war niemals Schreiber in der Aufnahmeabteilung. Ich persönlich bin sogar der Ansicht, dass ich später als am 1. September hingekommen bin, aber mir wurde ja von dem Herrn Staatsanwalt ein Vorhalt gemacht, dass ich am 1. September hingekommen sein soll. 453. Der Anklageschrift. Der Anklageschrift ist ja kein Beweis. Beruht auf den frühen Angaben des Angeklagten. Will der Zeuge sein Eid in bürgerlicher oder in religiöser Form? Czy pan chce złożyć przysięgę w formie religijnej czy w formie cywilnej? To znaczy w formie cywilnej, proszę.